Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Jetzt ist gerade ein Auto vorbeigefahren, aber machen wir einfach weiter. Willkommen zur neuen One App a Day Folge. Es geht weiter mit eine Android-App, und zwar im Microsoft Launcher. Ja, dem Launcher für Android von Microsoft, über den ich, glaube ich, meiner Meinung nach bestimmt auch schon mal gesprochen habe. Ich habe ihn jetzt mal wieder ausprobiert auf dem Nothing Phone One, weil ich ganz ehrlich mit dem Nothing, also Launcher, also mit dem Stock-Launcher von Nothing nicht so ganz glücklich bin. Ich bin auch nicht unglücklich, er ist ja sehr stock-lastig, sehr Vanilla-Android-lastig. Aber ich bin auch immer nicht so ganz glücklich mit Vanilla-Android, deswegen habe ich mich wahrscheinlich auf die Suche nach was anderem gemacht. Kommen wir zu den Daten. Aktuelle Versionsnummer ist die 6.22.06.02.1.1055.73.0. 16,76 MB groß, Android 5.1 oder höher ist das erforderliche Betriebssystem oder die erforderliche Betriebssystemversion. Und bei 1.486.887 Gesamtbewertungen gibt es eine Durchschnittssternebewertung von 4,6 von 5 Sternen. Wie gesagt, das ist der Launcher von Microsoft, der zahlreiche Sachen bietet. Nämlich zum Beispiel bleiben Sie auf dem neuesten Stand mit personalisierten Nachrichten, die auf allen Geräten einheitlich dargestellt werden. Es gibt anpassbare Symbole, ihr könnt nämlich einfach auch irgendwie Icon-Text hinzufügen. Schöne Hintergrundbilder. Bei Bedarf oder bei Wunsch kann man täglich ein aktuelles neues Bild von Bing sich anzeigen lassen. Es gibt ein Dark Theme, es gibt die verbesserte Leistung, nämlich wird schneller geladen und nutzt weniger Arbeitsspeicher der Launcher. Und es gibt den Querformat-Modus, ihr könnt das also im Hoch- oder im Querformat euch darstellen lassen. Ich weiß, die meisten oder ganz viele nutzen ja den Nova-Launcher, mit dem ich persönlich. Ich fand den immer ganz okay, aber war jetzt nicht so Wahnsinn. Wenn ich wahrscheinlich mich oder es mir aussuchen dürfte, würde ich am liebsten überall einfach den Samsung One UI Launcher haben, der mir wirklich sehr gut gefällt, überhaupt diese ganze One UI. Aber darum soll es ja gar nicht gehen eigentlich. Was mir auch gut gefällt, es gibt halt, ja, wie gesagt, diesen Feed, und da könnt ihr halt bei Microsoft Launcher, da könnt ihr halt irgendwie Kalender, Events und so weiter euch anzeigen lassen. Sieht sehr, sehr gut aus, finde ich. Und insgesamt macht der Microsoft Launcher meiner Meinung nach seine Sache sehr, sehr gut und ist auf jeden Fall einen Blick wert. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @menschen an twitter.com/oneappatag.